Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zum Equalizer. Dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen. Von Marlies Jahnke und Heidrund Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren, erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch schnelle Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblock. Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup Unit ist Hamburgs zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup Unit das Hamburger Ökosystem für Gründerinnen. Mehr Infos findet ihr unter hamburg-invest.com/startup-unit. Wir sind sehr happy, heute einen echten zweiflügeligen Engel zu Gast zu haben. Sie bietet Startups, also Brains und Kapital. Sie ist studierte Mathematikerin, hat einen Master in European Business, wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich Digitale und Strategieberatung, ist außerdem noch Business Angel und baut gerade an einem eigenen VC-Fund. Wow! Herzlich willkommen, Bettine Schmitz von Auxo. Liebe Tine, wir freuen uns extrem, dass du heute hier bist. Fass doch bitte mal kurz deine Karriere für uns zusammen. Kurz in Anführungsstrichen. Genau, ganz kurz. Ja, also meine Karriere fing an mit einem Mathestudium, nachdem ja der Berufsberater dort in London, wo ich studiert habe, sagte, ja, Mathe, bleibst du in der Akademie oder bist Lehrerin? Oder Option Pricing in der Bank, war jetzt alles nicht mein Ding. Und dann habe ich das gemacht, was alle gemacht haben, die nicht wussten, was sie machen sollen in 2000. Ich bin in Unternehmensberatung gegangen, nach einem kurzen Business-Studium noch zwischendurch in Paris und London an der ESCP. Was übrigens super war, kann ich jedem empfehlen, nochmal rumzugucken, wenn man mit seinem Ursprungsstudium nicht zufrieden ist. Ich würde auch jeden ermutigen, einfach das zu studieren, was einem Spaß macht und was einem wirklich liegt, eher als das, was man mal werden will, wenn man die Freiheit hat. Und ja, dann war ich in Unternehmensberatung und hatte da erste Berührung mit Deals. Und ich war die Einzige, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen nerdy bin und die wirklich gerne an Private Equity Due Diligence, wie es heißt, also nochmal alle Fakten überprüfen, gearbeitet hat. Weil man da sehr schnell sich sehr tief einarbeiten muss, sehr viel arbeiten muss. Und das wollten immer alle nicht außer mir, weil ich fand auch einfach Deals immer cool. So, hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich nach 4 Jahren dort und ganz tollen Erfahrungen den typischen Beraterrappel gekriegt und habe gesagt, ich muss mal operativ arbeiten und bin in meine Heimatstadt Berlin zurückgezogen und zu Axel Springer gegangen. Die haben damals gewunken mit für mich einer der coolsten Herausforderungen, die es gab, inhaltlich, und zwar die Digitalisierung der Zeitung. Es war die Zeit, da kam gerade das iPad raus und alle dachten, das ist jetzt die Rettung der Printzeitung. Ja, to be decided, würde ich mal sagen, und bin so bei Springer gelandet und dort über Umwege, über Innovationshüpfer, wie ich manchmal es nenne, im Accelerator gelandet, Axel Springer Plug and Play. Und das war für mich der Einstieg ins Venture Capital Geschäft, auch wirklich in die richtige Frühphase. Ich hatte da vorher schon durch die diversen Initiativen bei Axel Springer Berührungen, aber das erste Mal, dass es wirklich um Investitionen ging, um Venture Capital Deals, eher als Private Equity Deals. Also Private Equity ist ja sehr viel später, wo man sehr viel prüfen muss. Und es geht um Umsätze und Forecasts existierender Umsätze. Wie führt man die weiter? Wie strukturiert man diese Deals? Und bei Venture Capital geht es ja um die ganz, ganz frühe Phase. Und das war praktisch mein Einstieg in das Venture Capital. Und dann nach der Geburt meiner Tochter habe ich mich gefragt, naja, das mit dem MBA, das mache ich ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich habe ein bisschen Geld dafür zur Seite gelegt. Was mache ich denn jetzt damit und was will ich eigentlich wirklich? Und wie viele Frauen, die Kinder gekriegt haben und damals wahrscheinlich in einer beruflichen Situation war, die schön war, aber nicht perfekt, habe ich mir gedacht, wie nutze ich das? Und dann habe ich gesagt, ich nehme das und mache damit Angel Investments und ein bisschen eigenes Skin in the Game ausprobieren und hatte das Riesenprivileg dafür, das Kapital zu haben. Und dann habe ich das angefangen
Und dann sehr, sehr schnell meine beiden Engel, Gisa Mitschaika und Fabiola Hochkirchen zu treffen. Und wir haben gesagt, hey, das machen wir zusammen. Schon gleich mit dem Hintergedanken, wir wollen da eigentlich einen Fonds draus machen. Aber ein Fonds ist sehr langwierig, man ist 10 Jahre committed. Wir müssen uns da richtig gut kennenlernen und haben gesagt, wir investieren jetzt zusammen, auch als persönliche DD, wieder Due Diligence. Das ist ein ganz großes Thema als Investor, die Due Diligence. Als persönliche DD kommen wir gut miteinander klar, machen wir jetzt mal Angel Investments zusammen, weil viel besser kennenlernen kann man sich nicht, außer wenn man gemeinsam entscheidet, wo man sein persönliches Geld reinsteckt. Genau, und so fing es an und dann ging es eigentlich relativ flott, dass wir gemerkt haben, es funktioniert super, die Presse sprang darauf an, der Markt sprang darauf an, wir haben fantastischen Dealflow gesehen und so haben wir uns dann nach anderthalb Jahren des gemeinsamen Investierens entschlossen, wir machen da einen kleinen Feinfonds draus. Und wann war das? Das war, als wir angefangen haben zu investieren. Vor rund 2 Jahren haben wir angefangen mit den ersten Investments, also 2019, Sommer 2019. Soweit ich weiß, hast du neben diesen Business Babies auch mindestens ein Kind? Eins, ja. Die Frage wird Männern ja nie gestellt und deswegen nervt sie auch total. Aber trotzdem ist es ja als Frau und für unsere Hörerinnen immer total spannend zu wissen, wie machen andere Frauen das? Insofern die Frage... Wie organisierst du dich, dein Kind und deine verschiedenen Business-Engagements? Also erstmal, ich bin Teilzeitmutter. Es gibt noch einen Vater und wir leben nicht mehr zusammen. Das hat viele Nachteile im Leben, aber es hat auch viele Vorteile im Leben. Was finde ich meine, wird nicht richtig genug darüber gesprochen, dass es gar nicht so schlimm ist, Teilzeitmutter zu sein. Man wird immer so als Single Mom abgestempelt, aber hat auch Vorteile. Dazu habe ich noch meine Eltern vor Ort, zugegebenermaßen. Und ich muss auch sagen, das Kita-System ist eine Eins. Ja? Ich bringe die um 9:30 dahin, ich hole die um 4:30 ab. Ich versuche es manchmal früher, dann hat sie Freundinnen, da geht sie mit. Also ich brauche keinen Stab an Nannies oder Babysitter. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr insgesamt 200 Euro für Babysitter ausgegeben. War bei mir genauso. Würdest du sagen, du hast ja jetzt die Konzernerfahrung, obwohl Axel Springer Plug and Play ja auch nicht so richtig konzernig mehr war, aber glaubst du, das würde sich mit einer Konzernkarriere genauso gut verbinden lassen oder würdest du sagen, Mädels gründet parallel zur Familienphase, weil das viel einfacher zu gestalten ist oder wie siehst du das? Also ich glaube, es kommt auf den Arbeitgeber drauf an. Bei Axel Springer Plug and Play war es völlig unproblematisch. Ich glaube, im Haupthaus, wenn du eine große Organisation hast und große Teams, ist es wahrscheinlich komplizierter, wenn mehr zu koordinieren ist. Aber das war auch einer der Grundstöcke von AUXO, dass wir gesagt haben, eigentlich ist Venture Capital Investments der flexibelste Job der Welt. Weil die Gründer, die arbeiten auch abends, wenn die Kinder dann schlafen. Ich habe so eine Regel eingeführt, auch mit meinen ganzen Gründern, Freunde, um 18 Uhr gibt es keinen Update-Call. Wir können ihn gerne um 21 Uhr machen. Alle anderen Investoren danken einem dafür, weil die haben auch alle Familie. Fast, ne? Meist ja ein bisschen älter. Die Gründer finden es dann nicht mehr so cool, aber es ist halt familienfreundlich. Ja, macht total Sinn. Wenn die Kinder alle ungefähr im gleichen Alter sind. Also bei meinen Kindern wäre das dann wahrscheinlich ein paar Stunden später. Aber ja, genau. Ich finde auch, man arrangiert sich und das geht. Ja, wenn man Familie hat, ist halt, also gerade so 18 Uhr, 19 Uhr sind halt die miesesten Zeiten. Klar. Ja, absolut. So, jetzt doch nochmal zu den Männern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du hauptsächlich mit Männern zu tun hast. Nee, ich habe eigentlich sehr viel mit Frauen zu tun. Es gibt aber natürlich auch Männer. Genau, aber wir haben eigentlich sehr viel Frauen mittlerweile, weil wir in unserem Team sind wir Frauen. Die Gründerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind meist Frauen. Ich habe auch viele Männer um mich rum, aber... Okay, meine erste Springerzeit zumindest. Da waren viele Männer, ja. Also ich wollte jetzt eigentlich gerne von dir so ein paar Strategien haben oder so kluge Eigenschaften, die du den Hörerinnen empfiehlst, sich zuzulegen im Umgang mit einem männlich dominierten Umfeld. Oh Gott, da bin ich, glaube ich, nicht die Beste für. Aber ich kann was erzählen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Und zwar in dem Fundraising für unseren Fonds sprechen wir vor allem mit sehr, sehr erfolgreichen Frauen. Also so DAX-Vorständinnen. Und was mich bei allen überrascht hat und was ich nicht gedacht hatte, ist, die sind so viel legerer, als ich es gedacht hätte. Weil ich hatte auch noch dieses Bild. Ach, und die sind dann so hart. So, man wird dann so super formell und so super hart. Vielleicht ist es noch in der Generation, weil sie sind oft so über 50, das sind eigentlich die, bei denen ich mir eher dann gedacht habe, ach, da müssen sich die Jungs gedacht haben, mit der können sie auch ein Bier trinken gehen. Also ich glaube, die